So, da sind wir wieder zu Zockerzone. Wie ihr sehen könnt oder auch nicht sehen könnt, ist Ja. das heute mal kein Video, sondern Also Video im weitesten Sinne ist es schon irgendwie, ne? es ist, ja, es wird über einen Videoplayer zumindest abgespielt, aber es ist letztendlich, Eigentlich nur Ton. also Mit nicht, wahrscheinlich einem wenn hier jemand schwarzen Bild. erwartet, dass hier der Text irgendwann Und mal, wenn da mal weiß. was passiert mit dem Text, das wird also bis zum Ende des Videos wahrscheinlich genau dieser Text bleiben. Ja, doch. Wir haben So. nur ein paar Infos an euch, Ja, genau. warum wir gerade nicht so viel Zeit haben, warum es keine Uploads gibt und wie lange das vielleicht auch noch so geht. Was Genau. hat, Hoffi, was haben Sie denn dazu zu sagen? Also Folgendes. Ja. Ja, wir wollten uns ja eigentlich ursprünglich eine Woche Pause gönnen. Da war es ja auch wirklich als Pause gedacht, ist daraus entstanden, dass wir keine Folgen liegen hatten. Und dann dachten wir uns, okay, wenn wir jetzt schon einen Tag nichts freigeben können, im Ja. Endeffekt, dann können wir da auch gleich eine Woche Pause rausmachen, können wir uns ruhig mal nehmen. Neue Das, Projekte uns überlegen, genau, produzieren in der Woche, Real vielleicht Life Stress Real ein bisschen Life, klären. vielleicht mal duschen gehen oder so. Wollen wir es nicht übertreiben? Aber das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke. So, und dann ist jetzt was passiert. Beziehungsweise wir haben uns jetzt was gedacht. Richtig. So, das, es ist halt so, dass hinten unser Outro. Das mögt ihr ja gerne, Auf also jeden kommt immer wieder die Fall. Frage, was ist für ein cooler Song, Pornophonic, One-Two-Player Game, Two-Player-Game. und das ist ja auch ein Song, der uns richtig gut gefallen hat, deswegen haben wir ihn da auch mal 20 Genau. Sekunden mäßig dran gepackt. Und stellt auch bisher überhaupt gar kein Problem dar. Es ist halt so, dass es natürlich nicht unser Song ist, allerdings eher legal downloadbar ist, aber es ist halt trotzdem nicht unser Song und wir haben jetzt auch hier keine Genehmigung von Pornophonic, dass wir das Ding da hinten benutzen dürfen. Also könnte das früher oder später einfach ein Problem für Also uns nicht falsch werden. verstehen, wir haben nicht irgendwie eine Info bekommen, macht da draus. Also wir Nein, sind ja nein, alles Strike. gut, alles noch völlig in Wir Ordnung. haben Wir überhaupt wissen. keine Probleme in der Hinsicht, aber es könnte halt, wie Hoppy gerade schon gesagt hat, es könnte potenziell irgendwann ein Thema sein. Genau. Und es wäre halt schade, wenn wir aufgrund von selbst gesäter Zerstörungssaat, muss man Oh, was ist sagen, ein Poet? Ein heftig, Poet, der ne? Hoffi! Wenn dann irgendwann der Kanal einfach futsch ist oder so, weil Futsch. futsch. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Also der Kanal soll weitergehen, alles gut. Und es wäre echt ärgerlich, wegen so einem Kram den Kanal zu verlieren. Richtig. Ne? Und ja, da haben wir uns dann halt Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt? Weil wir reden ja jetzt hier auch von mittlerweile über 500 Folgen. Richtig, und da sind ja auch Songs, auch Folgen dabei, wo wir die Video-Thumbs haben mit einem anderen Lied, was gegebenenfalls auch nicht, wo auch nicht die Rechte vorliegen, was also genauso rausgekattet werden muss. Also nicht nur der Genau, Pornophonic, wir das hatten dann auch so ein russisches Pornophonic-Ende. Lied, sag ich mal, von dem ich nicht mal weiß, wie es heißt. Das ist auch wieder so ein legaler Richtig. Download. Allerdings halt russische Zeichen. Ich bin des Russischen nicht mächtig. Nicht Vielleicht ist es auch mehr. gar kein Russisch, aber für mich wirkt es wie Russisch. Ich kann das nicht so Ja. beurteilen. Dann hier Dayman war jetzt auch irgendwie so ein Internetmix von irgendeinem User, dessen Genehmigung wir auch nicht direkt eingeholt haben, ne? Genau. Also auch Und da wollen wir natürlich das also säubern. ja, und sprich, wir reden im Grunde da wirklich von fast allen Folgen, weil wir relativ früh ja mit den ersten Outros angefangen haben, auch wenn es da noch ganz anders aussah, als es jetzt war. 95% würde ich Ja, tippen, also haben wie da Musik am Ende. auf jeden Fall, ja, 450 Videos auf jeden Fall, Das so, kommt locker das hin. denke ich auch. Ja. Und ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir? Im Endeffekt haben wir die Folgen ja auf Festplatte liegen. Also wir haben ja ein Backup, haben wir ja schon von allem, was wir gemacht haben. Also wäre die erste Option Videos kicken, also löschen, Genau. unwiederbringlich und dann im Grunde neu abmischen auf dem PC und dann hochladen, was ihr euch bei der Menge an Videos vorstellen könnt, was natürlich ein ganz Ja, schöner Aufwand einfach wäre. da, also 450 Videos einfach nochmal neu rendern im Endeffekt Und und halt hochladen. wir haben ja nicht nur den Fall, dass wir sie neu rendern müssen, wir müssen ja schon fertig gerenderte Projekte nochmal neu Nochmal machen, das rendern, heißt was also, einen Qualitätsverlust halt weil mit die sich bringen kann, Raw-Daten, die ja sind natürlich teilweise weg. 10 bis 20 bis 30 bis 40 Gig pro Folge sind, die haben wir natürlich nicht mehr vorliegen. Genau, also wir haben da wirklich nur noch die fertig abgemischte Version, die wir ursprünglich hochladen. Richtig. Die haben wir halt noch. Ja, aber das würde dann natürlich wieder Qualitätsverlust, wie angesprochen, mit sich bringen. Aber wir haben tatsächlich, und da hat uns ausnahmsweise mal YouTube den Weg gewiesen. Genau, da wir wussten ja, es gibt den Video-Editor. Richtig. Und persönlich habe ich nicht so an ihn geglaubt, muss ich immer noch sagen, nicht, weil man kennt es, YouTube-Funktionen, Und das Ding ist, er kann auch. YouTube-Funktionen sind halt nicht immer so Und geil. er kann auch eigentlich nichts, Er aber kann wirklich das, für das, nichts. was wir brauchen, Das kann ist er er. gerade genau das funktioniert. Genau, also sprich, man kann relativ simpel mit dem Video-Editor, kann man halt einfach im Grunde hinten das Video einfach kürzer machen. Das Video erfährt dadurch nicht mal Qualitätsverlust, wunderbar. Und es wird dann quasi in eine zweite Videodatei erstellt, die dann halt einfach das Outro nicht mehr drinne hat, aber grundsätzlich qualitativ auf dem gleichen Standard ist. Und ja, und genau das ist zwar alles nicht so bequem und ist es trotzdem noch viel Arbeit, weil wir ja von 500 Videos reden, aber es ist alles machbar. Und dementsprechend werden wir jetzt wohl aktiv,
womöglich haben wir eine Woche angepeilt oder? Mal schauen, wie lange wir brauchen. Genau, wir hauen da erstmal einfach durch. Das kann schneller sein, das kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Das wissen wir wirklich nicht genau. Aber wir schreiben Bulletins, ihr werdet weiterhin versorgt. Wenn wir was wissen, informieren wir euch. Genau. Und ja, so bis wir dann quasi wirklich ein komplettes Backup ohne Outro quasi in unserem Kanal erstellt haben. Die Videos bleiben erstmal weiterhin alles verfügbar. Richtig, wie bisher. Genau. Und irgendwann können wir dann für uns selbst den Schritt machen, dass wir dann sagen, okay, jetzt kommen wirklich die alten Folgen leider mit allen Kommentaren, mit allen Views, mit allen Daumen leider weg, muss man so sagen. Alles gelöscht, also im Grunde von null. Von null. Null geht's also los. Wir haben halt euch noch, unsere Abonnenten, das ist auch alles super. Und dann kommen ja natürlich danach dann auch wieder neue Projekte, alles gut. Bloß natürlich die alten Folgen, ja, die triffst du schon ganz schön hart, ne? Richtig. Ich kann mir vorstellen, die werden jetzt auch nicht so häufig dann nochmal angeguckt. Viele kennen ja dann schon die älteren Projekte, wollen die nicht unbedingt ein zweites Mal gucken, was ja auch alles gut ist, habe ich vollstes Verständnis für. Richtig. Würde uns natürlich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere vielleicht tatsächlich ein Projekt noch nicht kennt und sieht, es wird gerade wieder frisch freigegeben. Ich habe von ein, zwei Leuten gehört, dass die auch mal ein Projekt öfter gucken. Ja, genau. gerade das Lost-LP. Euch brauchen wir jetzt. Ja, genau. Euch beide. Ihr guckt bitte jetzt jedes Projekt doch 1000 Mal, damit wir den alten Status wieder hinkriegen. Genau. Und ja, und dementsprechend, also wenn da tatsächlich hier und da mal ein paar Kommentare noch kämen, auch unter den älteren Folgen, die dann irgendwann ganz neue Folgen quasi sind, da würden wir uns echt freuen. Ne? Also, aber gar keine Pflicht, wer gar keinen Bock auf den, soll es einfach lassen, ist alles gut. Es kommen neue Folgen danach. Aber wäre schon nicht so schlecht. Also wenn es wieder losgeht, ist klar, dann machen wir den alten Drill, eine Folge pro Tag mindestens. Genau, ne? Und dann geht's dann wieder monatelang erstmal so weiter, das ist ja klar. Die alten Uploads haben wir uns überlegt, werden wir als Klatziker hochladen. Genau. Klatziker, also anstatt den S halt dann die Doppel-Z. ZZ, ja. Das für die Zockerzone. Genau, damit auch wirklich erkennbar ist, okay, das ist ein älteres Projekt, das ist jetzt einfach nur nochmal wieder neu veröffentlicht. Und ja, die neuen Projekte dann wie gewohnt. Erstmal vielleicht ohne Outro oder mit einem neuen Outro. Da spricht Hoffe was Interessantes an. Wir haben in Kiel tatsächlich in unserem doch immensen Freundeskreis. Ja, also wir sind eigentlich mit ganz Kiel per Du. Richtig. Ja, also World Famous Soccer Zone, wenn die durch Kiel geht. Das kann Euclides Fit bestätigen. Die Kings of Kiel, klar. Ja, also das ist heftig. Land auf, Land ab. Kennt sie jeder an der Elbe. Die Kiezkicker. Ja, okay. Wo das jetzt herkommt, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwas St. Pauli. Ja, okay, aber hier, wir Norddeutschen, alles egal. Das ist unser Team übrigens, St. Pauli. Und, das könnte wieder ein Problem geben. Copyright, St. Pauli. Müssen wir rauslöschen, ja. Auf jeden Fall, haben wir da eine Band und jemanden, der elektrische Musik macht, sind wir im Gespräch. Ist das noch nicht so konkret, außer dass wir im Grunde da schon das verbale Eingeständnis oder die verbale Zugeständnis haben, dass wir das da die Musik im Grunde komplett benutzen dürfen. Genau. Das Ganze werden wir uns wirklich absichern. Also da klar. Ja mal, das werden wir noch schriftlich alles festgelegt haben, dass wir es wirklich dürfen. Also wenn bei uns Mucke kommt, ist die Lupen rein ab jetzt. Natürlich werden die Musiker auch eine entsprechende Repräsentation erfahren, genau, also klar, mit Link eventuell oder auf jeden Fall namentliche Erwähnung, klar, am Ganz Ende. Ganz klar, das ist logisch. Die wollen ja dann auch ihre Anerkennung für den Teil kriegen. Das ist ja hier ein Quid pro Quo. Ja, ganz klar. Nee, und dementsprechend, da dürften sich bestimmt Alternativen auftun. Nämlich, weil generell sind wir beide schon Outro-Fans. Ne? Also ich mag unser Outro. Ich mag es auch gerne. Wir müssen bald ein paar bisschen mehr Abwechslung in die Outros reinbringen. Ja, da waren wir ein bisschen faul. Vielleicht das Ganze auch noch mal ein bisschen redesign. Vielleicht erstmal ein bisschen fescher. Aber und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, sind einige Projekte auch gar nicht so geil, überhaupt nicht so geil, aber gar nicht abgebildet in diesen Outros. Also das muss also noch nachgeholt werden. Aber das wird auch über kurz oder lang natürlich passieren. Genau. Ja, aber nochmal zu den Re-Uploads. Ja. Das wird dann höchstwahrscheinlich so ablaufen, dass wir dann irgendein Date haben, so eine Art Relaunch. Ja. Wo es dann einfach auf einmal 450 oder was auch immer, wie viele 100 Videos neu auf einen Schlag gibt, mehr oder weniger. Und die Vorstellung war gerade kaputt. Also, sagen wir mal kurz vor Bescheid, dann könnt ihr mal gucken. Wenn ihr vielleicht was noch nicht gesehen habt von den alten Sachen, vielleicht ja, das ist sehen sich ja da ein paar Abonnenten genau, also inspiriert. Also an alle Leute, die jetzt vielleicht gerade ein älteres Let's Play von uns gucken, ne? Und das aufgeschoben haben vielleicht ja, mal für einen genau, kalten Dach oder so. Oder die das vielleicht generell jetzt gerade am gucken sind, ein altes Let's Play angefangen haben, pausiert es bitte einfach. Guckt weiter, sobald es neu hochgeladen ist. Weil dann haben wir auch was von den Kommentaren. Das ist halt echt Sünde. Also wir sind ja beides
Leute, die echt uns über jeden Kommentar freuen, wir lesen dir auch alles, alles gut, wir sind manchmal schreibfaul, das gebe ich zu. Da, es hat nachgelassen, also ich muss mich schon sehr durchregen mittlerweile zum Schreiben, aber deswegen machen wir auch die Comspecs. Die auch wieder frequenter das kommen werden, natürlich. Alles los, natürlich wieder. Und das wird sogar einer der nächsten Uploads dann eventuell auch nochmal sein. Also da auf jeden Fall die Augen offen halten. Ja, ja, der mal kommt weg, soll das nächste sein, was wir hochschieben. Jo. Ja, und dementsprechend, also das wäre schon cool, wenn da irgendwie Kommentare ein bisschen unter die alten Folgen kämen. Das ist halt so Sinn, wenn man da, sieht halt auch für Neubesucher so verwirrend aus. Wenn ich jetzt persönlich auf den Kanal gehen würde und dann sieht man da, okay, 500 Uploads. Aber da sind überall 13 Views runter, das spricht jetzt nicht unbedingt. Ja, ich meine, wir können es nochmal im Channel irgendwo verewigen, dass es also bewusst ist, also, aber. Ist schon verwirrend, ja. Irgendwann müssen wir den Schritt halt machen, wenn wir wollen, dass dieser Channel halt, wie gesagt, wie wir es am Anfang des Videos, oder dieser Infomeldung, schon mal, dieses Podcast, schon mal haben verlauten lassen, dass wir einfach sicher gehen wollen, dass eben nicht irgendwann der Channel weg ist. Arsch ist oder eben beschnittene Rechte bekommt, dass wir nur noch kleine Videos hochladen können oder eben dann, wie gesagt, völlig weg ist. Ja, und man will man will ja auch mal in die Zukunft gucken, was vielleicht möglich ist und irgendwas anderes, also irgendwas, sagen wir mal, also Partnerschaft will man jetzt noch nicht ansprechen unbedingt, aber irgendwas Richtung... Ja, also eine Partnerschaft grundsätzlich ist für mich immer erstrebenswert. So klar, und nicht, das ist letztendlich... Also nachdem man gesehen hat zumindest, dass wir einen gewissen Erfolg haben, ist es zumindest schon mal eine Sache, die mit der man sich schon mal anvertraut hat. Und mal sieht man reingeholt, aber was bringt das denn so mit sich? Kann man denn hier raus vielleicht irgendwie nicht unbedingt Profit schlagen, aber weniger Verlust machen? Und das ist ganz gut, ey. Ja. Weil Hardware, Spiele, der ganze Shabam, Alter, das haut natürlich schon rein und wir haben ja so viel Spaß dran. Wir machen es ja auch ohne. Richtig, also ich glaube, das seit anderthalb Jahren planen wir mittlerweile. Richtig. Ne? das spricht dafür, dass wir da Spaß dran haben. Und sowas habt ihr vielleicht schon mal bei anderen Let's Playern gehört, die einen ähnlichen Schritt gemacht haben. Gibt ja jetzt einige. Genau, es findet ja momentan so ein Umbruch statt, muss richtig man ja sagen. Also es ist echt so, Partnerschaften auch für Let's Player sind nichts Ausgeschlossenes mehr. Also ich sag richtig mal, wenn man da jetzt einfach mal ein Jahr jetzt zurückdenkt, da sah die Welt noch ganz anders aus. Also da wären einige bei gewesen, die von der Größe her gar kein Problem dargestellt hätten, um erfolgreiche Partner zu sein, die aber keine waren, weil es halt das Thema Gaming und Gaming aufnehmen als Privatperson ist halt ein schwieriges Thema, beziehungsweise ist halt ein Thema, bei dem man als Privatperson ohne Verstärkung im Rücken gar nicht gewinnen kann. Wenn man da Probleme kriegt, hat man im Grunde verloren, kann sich also da nicht wehren oder andere im Rahmen größerer Projekte kann man das, also die das Backing der Industrie haben halt, ist das dann kein Problem. Richtig, und dementsprechend. Und eben so eine Partnerschaft, können wir nur eingehen, wenn wir sicherstellen, oder könnte man nur eingehen, und das wäre potenziell halt nur eine Möglichkeit, wenn wir sicherstellen, dass da keine Musik ist. Deswegen halt der ganze Pornophonic und Outro Reupload Shabam. Genau, also es muss halt wirklich, also die Grundvoraussetzung, damit man so einen Schritt überhaupt in Erwägung. Das war das Wort. Nice one. In Erwägung. Poet is back. Ist halt wirklich, dass man ein sauberes Konto hat. Bisher ist unser Konto ja auch, was jetzt Strikes und sowas angeht, völlig sauber. Wir sind die Unschuld auf YouTube quasi. Aber wir haben uns ja auch immer mit Musik sehr zusammengerissen. Da gibt's andere, die in Specials und so eher voll in die Musikkiste greifen. In die Chartkiste auch gleich mal. Ne, da braucht man sich natürlich nicht wundern, wo Strikes und Verwarnungen herkommen. Richtig. Da haben wir uns also schon zusammengerissen. Das ist, wie gesagt, ja auch legale Musik. Also das ist ja nix. Ne? Aber es ist halt... Wäre es halt nicht kompatibel, wir können nicht einfach sagen, wir nutzen das jetzt hier, falls wir wirklich über das Thema Partnerschaft reden, kann man halt auch nicht sagen, dass es jetzt hier für kommerzielle Zwecke kompatibel. Ne? Also wir können hier einfach, nur weil es kostenlos hörbar ist, dürfen wir das nicht einfach damit, dürfen wir kein Geld damit verdienen. Ja. Und deswegen machen wir uns die ganze Mühe und je früher, desto besser. Weil, egal was kommt, wir wollen YouTuber lange erhalten bleiben und dann besser jetzt als in einem Jahr. Ja. Dass wir den ganzen, weil wenn es dann 900 Videos sind. Genau, die Arbeit immer halt exponentiell mehr. Ja, also einen besseren Zeitpunkt als quasi gestern kriegen wir einfach nicht. Und jeden Tag, den wir jetzt warten, versauen wir uns das eigentlich immer mehr. Wir können jetzt natürlich aufhören, zumindest bei den aktuellen Videos einfach kein Outro zu bringen. Also da hinkt zumindest mein Argument gerade ein bisschen, weil wir würden ja jetzt nicht so blöd sein und 450 noch weiter, Videos machen mit mit derselben Dummheit. Doch, das würden wir machen. Also ich traue uns eine Menge zu, machen wir aber komm, nee, das glaube ich auch verkaufen nicht. Uns doch nicht so unter Wert, Alter. Nee, also da
Ja, und dementsprechend, wir müssen jetzt handeln, ist ja auch alles gar kein Problem. Ich, Es schon, tut schon ein bisschen weh halt. Das, also das wenn tut man es so ein, allemal. Also wir haben so ein paar Videos, wo wir halt so 15.000 oder 30.000 Views haben. Genau, wo da echt, oder andere Videos, wo echt super viele Kommentare und fand ich ja, auch super geile das ist ja noch, Kommentare noch viel dabei. Wichtiger, wo wir also 70, generell, 80, 90 Kommentare haben. Genau, und da echt schöne Gespräche und nicht nur ja. halt so nach Motto, geiles Video, das sind auch tolle Kommentare, keine Frage. Aber halt gerade die Kommentare, der, wo man sieht, oh, die Leute sind ans Ende ihre Zeichen gegangen. Ne? Die Leute bräuchten eigentlich ein Forum, genau, damit sie ne? das kommunizieren können. Das sind so coole Sachen, also das tut mir wirklich leid, das zu löschen. Also da da kann ich sagen, ich glaube, die Person, die das geschrieben hat, der tut das, glaube ich, weniger weh, als es mir jetzt gerade weh tut, das zu löschen. Also ich gucke mir gerne mal so ein altes Video an und lese mir halt Kommentare ja, durch. Ja, vor ja, allem warte. Vielleicht auch mal ein älteres Video, wo ich noch gar nicht die Kommentare gelesen habe manchmal. Weil die, okay. weil, ja, das ist ja auch schon mal passiert, also bei der Menge. Und dann gucke ich mal rein oder ist lange her. Und dann ja, genau. Man sieht man nochmal, was du geantwortet hast, was ich geantwortet ja, habe. Das ist, das finde ich auch immer lustig. Wenn man ja. dann sieht so, ah ja, und dann, also, ach da, Stone von damals von ja, das ist ja cool, ja. Aber das Schöne ist, das geht ja einfach mit den neuen Videos so weiter. Richtig, ne? Dann, es ist, dann, ja, ist ja alles gut, ne? Wie gesagt, das ist halt, muss durch, also man muss sich das jetzt hier auch ein bisschen chugger gut reden. Da müssen ne? wir es also auch mal richtig die nächsten Tage so richtig. Wir müssen richtig klotzen. So richtig Cola an die Stelle. Stell dir mal vor, wir müssen da jetzt wirklich bei 500 Videos da quasi in diesem fucking YouTube Video-Editor. Wir müssen da in diesem Web-Oberfläche müssen wir da rumspielen, den genauen Zeitpunkt festlegen. Denn das Hammer, Ding Mann. Da irgendwie abspeichern, dann braucht YouTube bummelig eine Stunde für diese Neuverarbeitung des Videos. Richtig, jetzt passiert zum Glück passiert diese dann serverseitig. Das heißt, wir können in der Zwischenzeit schon das nächste Video bearbeiten. Genau, also viele Tabs for the win quasi. Also da. Braucht man nicht mal. Nicht, ach ja, stimmt, das braucht man nicht mal laufen. Und, genau. Da ich nur. Und ja, also dementsprechend, wir haben den Zettel voll. Das da werden wir so richtig Cola neben dem Bildschirm. Oh Gott, Alter. Heavy Metal auf den Ohren, Alter. Oder irgendeine andere Powermucke. Und dann ganz viel. Dann hacken wir uns da richtig die YouTube-Videos, Mann. Das wird ja, voll hackermäßig. Das wird voll die Krankheit. Geil. Wir skypen die ganze Zeit dann. Dabei. Ja, genau. Nehmen das auf, laden das parallel hoch, machen Live-Podcast, wie wir die Videos umschneiden. Nein, das ist eine Versprechung, die wir wieder nicht halten können. Nein, natürlich nicht. Aber die Vorstellung ist Vorstellung wäre nicht schlecht, oder? Der Live-Podcast. 500 Videos in einer Nacht. So, Leute, jetzt bearbeiten wir gerade Chip und Chap. Und wieder 30 Sekunden ab. Ja, aber... Das wäre es. Das wäre es. Also, mich würde mal interessieren, wenn wir davon tatsächlich einen Livestream machen würden. Auf Justin TV oder keine Ahnung, genau, wo das läuft. Oder wo auch immer. Ob sich das Leute angucken würden, wie wir die Folgen umschreiben. Ich habe eine Webcam hier. Pass auf, das wird das Abo-Special, was lang überfällig ist. Das 300 Stunden Abo-Special. Ja. Voll drauf hier, so mit Zahnstochern so zwischen Auge aufhalten können. Zwei Videos, beide so schlecht beleuchtete VGA-Pillow-Kameras für 3 Euro nichts. Hingestellt, wie wir da am Arbeiten sind, ey, und völlig fertig Videos bearbeiten. Ja. Aber jetzt wird unser Video auch dafür, dass es eigentlich ein kurz und knackiges Infovideo werden sollte. Oh, wir sind schon, ey, das ist ja krass. Ja. Aber so sind wir, ne? Also wir sind immer ganz klar, wir kommen immer zum Punkt. Pragmatisch, praktisch, ganz klar, ne? Klipp und klar. Also da. Keine Sekunde zu lang. Richtig. Wir sind die Effizienz in Person am Gegenteil. Das ist echt schlimm, wie wir immer in Schwallen kommen, ey. Ja, Mann. Deswegen hassen uns die Leute auch. Das denke ich auch, ja. Das ist, also wir sind einfach, ist aber keine Chemie da, Alter, hoffe ich. Oder sagst du Kimi? Ich kenne viele Leute, die sagen Kimi. Wozu Kim? Die sagen auch Chinesen statt Chinesen. Nee, ich bin bei Chemie. Aber das ist eher südlich des Äquators, also südlich des... Die sagen Kimi? Nee, ich glaube, das ist aber doch eher im bayerischen Raum, kenne ich das eher. Das, also im bayerischen Raum eher mal das CH als K. Ist auch wurscht. Ja. Ich wollte im Grunde gerade ganz edel unseren Abgang einleiten. Ja. Und jetzt rede ich über verschiedene regionale... Ich gucke nochmal auf die Liste. Wir haben wirklich alles auch fertig. Ne? Ja, wir haben 3 Punkte auf der Liste. Aber du hast, wie du vorhin sagtest, sind aber auch noch Unterpunkte. Und die haben wir tatsächlich, diese Unterpunkte haben wir alle abgelehnt. Das hast du im Grunde das Argument, was ich vorhin gegen dich benutzt habe, hast du jetzt gegen mich benutzt. Richtig. Geil, ne? So lernt der Schüler vom Lehrer. Du meinst, der Schüler wird zum Meister. Nee, aber ich wollte es anders. Ich wollte es mal anders formulieren, weil diese feststehenden Ausdrücke, das ist doch voll lame, Alter. Ja, Mann. Aber haben wir noch was? Nee, ich denke tatsächlich nicht, ne? Wir haben. Ja, doch, wir haben eigentlich alles geklärt. Ja, wie gesagt, also wenn wir irgendwie neue Infos haben oder bla bla bla, gibt es entweder direkt einen Comfback oder es gibt halt. Ein Bulletin oder so. Wir lassen euch da jetzt auf jeden Fall nicht im Dunkeln. Das finde ich persönlich immer ganz blöd, wenn andere Let's Player das machen.
Lesern. Okay. Also natürlich ist kein YouTuber euch gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Das muss man erstmal generell sagen. Ne? Niemand ist verpflichtet, ein Video hochzuladen, das ist ja alles freiwillig. Aber ich finde, wenn man das dann schon konstant macht und über einen gewissen Zeitraum, ich sag mal, wenn man da einen YouTuber hat, den man da verfolgt, der schon ein Jahr lang jeden Tag ein Video hochlädt, dann erwartet man doch irgendwie als Abonnent, wenn denn nichts kommt, irgendwie zumindest eine Stellungnahme, damit man weiß, ach so, der macht Urlaub, dann ist klar, deswegen geht er nicht hoch. Aber es gibt da halt echt Kackstelzen da draußen. Weißt du, die laden einfach nicht hoch, sondern sagen, oder fickt euch so, ne? Weißt du, natürlich, er ist nicht verpflichtet, das ist bewusst, aber man kann es doch machen, es tut, weißt du, man macht sich jeden Tag stundenlang Arbeit mit Rendern und Hochladen und dann kriegt man es nicht hin, mal zwei Minuten zumindest ein Bulletin zu schreiben. Was ist denn da los? Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann es nicht vergleichen, weil ich schaue ja keine LPs. Ja, und deswegen weiß ich ja nicht, was da, was, also, okay. Wenn, also, das ist natürlich nicht so schön, wenn man diese Erfahrung, also für mich ist es dann einfach, natürlich einfach, hat es eine intrinsische Logik. Gut. Dass wir das einfach sofort, sofort ist vielleicht auch übertrieben. Nee, sobald wir es halt wissen und zumindest besprochen haben. Sobald wir also konkretes wissen, dass wir das halt auch gerne mitteilen, weil, ja, das ist dann halt wichtig, dass ihr wisst, was los ist und dann auch wieder eingeschaltet wird, natürlich. Ja, auch eine Bindung. Ja, wir wollen halten. Genau, wir wollen den Kontakt jetzt nicht verlieren. Das ist wie bei einer Beziehung, ne? Da haben wir das wieder. Wenn man jetzt so lange auseinander bleibt. Und der Beziehungstipp, der kommt doch erst noch, Mann. Und dann kommt, ach ja, den gibt's, also kommt ja auch nochmal, aber den gab's eigentlich vorher. Ja, richtig. Du hast jetzt quasi die Fortsetzung schon vor dem Original gebracht. Das war Limbo, ne? Ich glaube schon. Das dürfen wir verraten. Es gibt ja bei Limbo war Fortsetzung. Limbo, genau, Limbo. Genau. Und okay, ja. das ist dann jetzt im Grunde schon das Prequel zu unseren Beziehungstipps. Das denke ich auch. Ja, aber es ist auch ein schöner Abschluss hier quasi. So ein kleiner Ausschau auf die Limbo-Zukunft. Schaut mal wieder rein. Demnächst wird also die nächste Info oben sein. Genau. Oder ein Comsback. Ich denke mal, ein Comsback steht. Kriegen wir bald mal hin. Die Zockerzone läuft irgendwie weg. Ja. Also, dann, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, schaut natürlich auch jetzt gerne unsere Videos weiter. Ja, so hart war es nicht gemeint. Doch, hoffe ich, das kam schon recht hart rüber. So. Also, ich wollte ja nichts sagen, ne, Leute? Aber da hoffe ich, das war schon hart. Ja, ne? Ich bin schon harter. Also, da werden wir gleich nochmal... Du weißt, es gibt Harte und Pussys. Und Arschlöcher gibt's auch noch. Ach ja, und alle wollen... Ja, und Pussys mögen keine Harten, weil die zu hart sind. Okay. Ne? Aber Pussys kommen mit Arschlöchern nicht klar. Denn Arschlöcher können nur von Harten gefickt werden. Und dementsprechend brauchen die Pussys die Harten. Okay. Ne? Das ist echt die Logik. Ich hatte das auch schon mal gehört, aber ich dachte, dass wir irgendwie, ich hab das irgendwie so unterm Strich war dann ich alle wollen... so frei wie möglich von Team America freigeht. Team America! so grob, wie es noch bei mir hing. So ein nicht jugendfreier Film, wie wir beide gerne mögen. Der doch ziemlich heftig ist. Ja, ist wirklich gut, ja. Okay, wir sind fertig, wir gehen jetzt Team America gucken. Das wäre doch auch. Und ich sag mal, schön mit Ö und Tudelu, Alter. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.